herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Dienstag, glaube ich. Ja, dürfte sein. Gott, wir sind in Quarantäne. Ich wurde positiv getestet, mein Mann war übrigens negativ. Der hat bisher auch noch überhaupt gar keine Symptome. Seine Booster-Impfung ist aber auch erst noch nicht mal einen Monat her. Insofern eventuell hat er ja doch noch Glück und er bekommt es auch gar nicht. Kinder sind beide zu Hause, zur Vorsorge. Genau. Und mir ging es die letzten 3 Tage richtig schlecht. Also richtig schlecht. Mit Fieber, Husten, Atemnot. Oh, danke schön, mein Schatz, hast du es gefunden? Also ja, echt nicht geil. Oh, jetzt sehe ich gerade hier. Muss ich nochmal drüber gehen. Ich zeige es euch gleich, was ich gestern Abend noch gemacht habe. Also gestern ab Nachmittag wurde es echt besser. Und ist das Fieber weg, jetzt geht es auch echt. Also ich hatte auch kaum Stimme noch und alles. Mama. Ja, mein Schatz. Wir frühstücken jetzt gleich erstmal was, ne? Die sind auch gewaschen. Die sind gewaschen und ich habe die angemalt. Aber wir müssen die immer noch, einmal anmalen. Warum? Weil hier und da noch was nicht so schön geworden ist. Aber ich zeige es dir. Ich habe nämlich Schuhe. Gestern kam nämlich ein Päckchen von meinen Eltern. Ich hatte nämlich Schuhe günstig ersteigert, wollte ich sagen. Nee, gar nicht ersteigert. Günstig gekauft, erstanden. Philly-Schuhe. Und die waren sehr abgerockt. Beziehungsweise sind die sehr gut, aber die Farbe war voll ausgeblichen. Sah echt nicht mehr cool aus. Oh, nee, Ellerchen. Nee. Ja, wir müssen doch da bleiben, mein Schatz. Rote, ich zeig's euch gleich. Und ich habe die gestern noch angemalt. Meine Stimme, ich weiß nicht, wie lange die noch mitspielt heute so. Wir wollen gleich was frühstücken. Und Finn hat vorgestern mit dem Papa zusammen einen frischen Saft gepresst oder verschiedene, einen grünen. Dann habe ich hier auch gerade, also mit unserer Zentrifuge, sagt man das so? So eine Zentrifuge-Maschine. Von Bosch, glaube ich, ist die. Vielleicht noch mal ganz kurz so ein kleines Zusammenfassung. Ich habe ja letzte Woche schon gemerkt, dass ich ultra müde war. Und Donnerstag und am Freitag erst recht. Ich war so platt. Ich dachte so, was ist denn das? Es geht ja mal gar nicht. Ich war so ultra müde auf der Arbeit. War aber auch ein sehr, sehr, sehr anstrengender Arbeitstag, wo ich dachte, naja, Schlafmangel, so viele. Aber dachte schon, irgendwie ist das komisch, weil eigentlich kann ich mehr. Naja, und dann bin ich am Samstagmorgen echt mit grippigem Gefühl, alles tat weh, Muskelschmerzen, Liderschmerzen, Gelenkschmerzen, also echt alles, Kopfschmerzen, Ohren haben gedrückt, Hals, echt alles. Und dachte so, naja, machst du mal einen Test, mal gucken, und der schlug halt sofort an, also echt, wo das hochgezogen ist, noch die Flüssigkeit war schon ein fettroter Streifen direkt zu sehen. Und dann waren wir beim PCR-Test und meiner war auch dann am nächsten Tag, am nächsten Morgen war das Ergebnis da, sehr stark, oder stark positiv hieß es, mein Mann halt negativ. Am Samstagnachmittag fing es schon an, wo ich Fieber bekommen habe, wo ich mich auch ins Bett gelegt habe, ging nichts mehr. Nachts ging es mir so dreckig, ich habe so hohes Fieber gehabt, Schüttelfrost, alles tat weh, einfach nur echt, oh, richtig schlimm. Am Sonntag auch, ich lag den ganzen Tag, ich habe mich runtergeschleppt mit den Kindern, bin dann so voll auf dem Sofa gecrashed, hatte auch noch die ganze Zeit Fieber, habe natürlich Paracetamol und sowas genommen gegen das Fieber, aber noch immer alles mega weh. Gegen Abend habe ich auch echt fiesen Husten bekommen und dann gegen späten Abend echt, das mega auf meine Lunge gedrückt hat. Ich hatte echt Atemnot. Ich dachte so, what? Also echt nicht schön. Meine Nase ist auch zu, immer noch. Genau, und gestern Morgen immer noch mit Fieber aufgewacht. Echt immer noch mega Schmerzen überall. Und dann habe ich einen Mittagsschlaf mit Ella gemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich bin einfach gecrashed. Und danach war es echt besser. Danach war das Fieber weg. Und ja, dann ging es echt immer bergauf. Und heute fühle ich mich schon wieder, also ich weiß nicht, wie lange das jetzt anhält, aber heute Morgen dachte ich so, ha, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Echt, mir geht's besser, das Fieber ist weg. Meine Stimme ist natürlich immer noch, Schnupfen ist immer noch da. Also mal gucken, genau, aber echt, echt anstrengend. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei meinem Mann weitergeht. Eventuell wird er es noch bekommen, einfach nur verzögert. Oder bei ihm hilft die Booster-Impfung wirklich, dass er das Ganze, dass er den ganzen Stand hält. Bin sehr gespannt. Genau. Kinder dürften eigentlich in die Krippe und Kindergarten.
wir halten sie trotzdem zu Hause. Also hier in Belgien sind die Regeln anders, aber ja, also sie müssen in Quarantäne, aber zur Schule, Kindergarten dürfen sie immer. Genau, so ist es jetzt seit neuestem. Genau, ich zeige euch die Schuhe, die ich gestern noch gepinselt habe und dann kümmere ich mich ums Frühstück für uns alle. So, das sind nämlich die Philly-Schuhe und ich habe es gestern Abend im Halbdunkeln bemalt und jetzt sehe ich auch, dass ich das vielleicht nicht so gut hätte machen können. Ja, wir machen das. Ich kann euch mal ein Vorher-Nachher-Bild einblenden oder ein Vorher-Bild. Ein richtiges Vorbild habe ich nicht geschafft, aber ja. Also das sind die feuerrote Schuhe. Ich hatte nämlich noch von meinen Wildlingen diese Marabu Kaminrot Textilfarbe. Ich werde das gleich noch einmal anmalen und dann trocknen lassen und dann kann das im Backofen zur Fixierung. Ich glaube auf 100 Grad einfach im Backofen rein für 10, 15 Minuten. Ja, das ist schon wow, cool. Ich lege ein Handtuch aufs Blech, damit die Sohlen nicht irgendwie ankokeln. Immer mal wieder reingucken, immer mal wieder aufmachen in den Ofen und dann ist die Farbe auch fixiert. Jetzt frühstücken wir erstmal was, ne? Und Finn wollte gerne einen anderen Saft, weil gestern hatte er schon einen grünen Saft und jetzt wollte er einen orangenen Saft. Dann gucken wir mal, ne? Einen roten. Wir gucken mal, was ich habe, ja. Hier, rote Beetesaft mit drin. Ich weiß nicht, was da noch drin ist. Ja. Ist lecker? So. Was ist da alles drin, Finn? Erzähl mal, du hast mitgemacht, ne? Ist da Apfel drin? Nee. Nee, was denn? Rote Beete? Ja, die ist drin. Boah, schon alles alle? Noch mehr? Ja? Okay, stell mal hin. Boah. Hinstellen das Glas. Genau. Lecker, lecker. Rote Beete ist sowieso gut wegen des Eisens. Und sowieso sehr gesund. Ui, zu schnell getrunken. Frühstücken erstmal, was? Finn wollte gerne ein Brot mit geschmolzenem Käse haben und ein bisschen Avocado. Und Ella hat auch ein Avocado-Brot. Und wollte es aber auch unbedingt Käse haben. Und den isst sie jetzt auch. Also es ist normaler Kuhmilchkäse. Sie hat in letzter Zeit öfter mal, also nicht öfter, also ab und zu mal einen kleinen Haps vom Joghurt probiert. Oder auch schon mal normalen Käse. Möchte nicht gefilmt werden. Auch normalen Käse und was noch einmal vom Kuchen, ein Stück Kuchen, von so einem Käsekuchen. Und das fand sie mega lecker. Und sie hat da nie so mehr drauf reagiert. Also wir nähern uns in kleinen Schritten. Aber eventuell, ich hoffe es so sehr, dass sie ihre Kuhmilcheiweißallergie überwunden hat. Also ich bin sehr gespannt. Noch ein Stück Käse. Ja? Also ich bin gespannt. Also es schaut sehr gut aus. Weil es hat auch echt... Weil wir sind Elefant. Ja, ihr seid beide zwei. Weil es auch selber einfordert. Ne? Also ich bin echt gespannt. Das wäre natürlich eine große Erleichterung auch beim Kochen. Weil gestern hatte mein Mann auch Pfannkuchen gemacht und das war auch so ein Mix. Und da war auch Milch drin und da hat sie es auch so gegessen. Also es ist natürlich noch nicht täglich in so kleinen Schritten, aber das schaut sehr gut aus. Jetzt ist das Käse, so viel Käse hat sie noch nie gegessen auf einmal. Aber wenn sie es selber will... Kinder fühlen es ja meistens, in den meisten Fällen, selber an. Haben so einen Instinkt, echt so instinktiv wissen sie, was sie vertragen, was sie nicht vertragen. Und lassen es dann auch echt liegen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber schaut gut aus. Genau, jetzt frühstücken wir erst einmal. Ich auch, dass ich da auch zukomme. Trinke hier noch meinen leckeren Saft. Da ist übrigens Spinat mit drin. Spinat, Apfel und... Ich schmeck auch nicht so viel. Ja, genau. Muss ein bisschen rühren. Mein Geschmackssinn war ein bisschen abgedämpft. Ich habe am Freitag nicht gemerkt, das habe ich ja schon erzählt im letzten Vlog, ne? Also ich schmecke noch was, aber es ist halt so ein bisschen abgedämpft. Ist immer noch so, aber meine Nase ist halt auch voll zu, deswegen könnte es auch einfach nur daran liegen. Genau, jetzt frühstücken wir und dann nehme ich euch später nochmal mit. Das steht mir übrigens heute auch noch bevor, die Wäsche zusammenlegen.
Und dann irgendwann, mein Mann ist gerade im Homeoffice, wenn ich dazu Zeit finde, diese ganze Wäsche nach oben bringen und in die Kleiderschränke einräumen. Oh Gott, sorry fürs ganze Husten. Wäsche, 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 Chaos. Und wenn wir wirklich genesen sind, also wenn wir wirklich genesen sind, also weiß ich nicht, ab nächsten Sonntag bin ich aus der Quarantäne, dann werden alle Betten neu bezogen, so natürlich. Zwischendurch habe ich ja schon Kopfkissen und sowas alles gewechselt, aber dann nochmal wirklich alles komplett. Und dann ist auch nochmal mehr Wäsche. Genau, und die nächste Woche, Freitag, fahren wir schon in Urlaub. Also ich hoffe, dass das hinhaut dann auch mit meinem Mann und so. Bin gespannt, aber ja, wir brauchen so unbedingt einen Urlaub. So unbedingt. Einfach nur Entspannung raus aus dem Haus. Echt, wir brauchen das so unbedingt. Also ich hoffe, dass es hinhaut, aber das wird klappen. Ja, ich bin ganz froher, guter Hoffnung, das wird klappen, das wird wunderschön, entspannt und ganz toll für alle. Genau. So, jetzt mache ich mich an die Wäsche. Ich hoffe, dass die Kinder jetzt auch ein bisschen gut miteinander spielen. Das war in den letzten Tagen nämlich auch immer so auf und ab. Also 5 Minuten klappt es wunderbar und dann ist für 10 Minuten ein großes Gezanke. Und dann klappt es wieder wunderbar und es ist den ganzen Tag so ein Auf und Ab. Genau, aber das ist ja auch komplett normal, ne? Nur ziemlich anstrengend manchmal, genau. Ella macht ihren Mittagsschlaf und dann komme ich auch. Ich hoffe, die ist noch warm genug. Irgendwie ist hier ein Haar drin. Wieso ist hier ein Haar drin? Ich habe ein Haar in meiner Suppe. Um meine Suppe zu essen. Ich hatte nämlich gestern eine Hühnergemüsesuppe gemacht, habe da jetzt noch extra Nudeln zugekocht. Ach, dieser Husten. Meine Nase. Naja, jedenfalls. Was wollte ich sagen? Ja, Ella hat eigentlich nichts gegessen. Ein Haps, sie wollte nicht. Finn hat ganz gut gegessen, der ist gerade bei meinem Mann oben. Mein Mann ist zwar im Homeoffice, aber der beschäftigt Finn jetzt auch gerade noch. Ich hoffe für die nächsten 10 Minuten, dass ich einfach mal entspannt sitzen kann. Also ich muss meinen Pass hier gleich noch wegstecken, der liegt hier noch rum. Bei uns ist es nämlich neuerdings so, dass alles auf die kleine Chipkarte da vom Pass draufgesetzt wird, wenn man Medikamente oder sowas braucht beim Arzt. Die hat meine Daten, auch online. Gestern brauchte ich nämlich Ohrentropfen für Ella, weil sie wieder eine Mittelohrentzündung hatte oder hat, aber schon besser geworden. Dann hat es einfach so online auf meine Chipkarte da so und dann kann ich damit zum Apotheker gehen und da brauchen wir halt keine Rezepte mehr. Mega praktisch eigentlich. Ist das in Deutschland auch schon so? Schreibt das gerne mal, das weiß ich nämlich nicht, dass ja, alles darauf berechnet wird. Da war noch irgendwie was. Genau, also Rezepte vom Arzt auf alle Fälle. Irgendwas war da noch, aber ja, Arztrezepte bisher so am häufigsten, bei uns zumindest. Genau, so jetzt, ach, ist ein bisschen kalt. Ich werde mir auch einen Kaffee machen, aber erstmal werde ich jetzt meine lauwarme Gemüsesuppe essen. Ein Topf ist es ja mehr. Und 10 Minuten Ruhe genießen, ich hoffe. Und jetzt, ich habe das heute Morgen schon gedacht, das kann auch echt an meiner Nase liegen, dass ich jetzt immer weniger schmecke. Die von euch schon mal Corona hatten, war der Geschmackssinn gleich vom Anfang an weg? Oder kam das erst mit der Zeit? Würde mich ja mal interessieren. Genau, so jetzt aber erstmal, ja. Von genießen kann jetzt nicht die Rede sein, weil ich es nicht wirklich schmecken kann, aber die Ruhe genießen zumindest.
haben uns nach draußen begeben. Finn wollte eigentlich erst nicht raus. Ui, das ist nicht so schlimm. Ist Herbst. Ja, eigentlich wollte Finn erst nicht raus. Das war gestern aber auch schon so. Und wenn er da draußen ist, hat er voll viel Spaß. Ja, Mama hat ein Schweinchen gemalt. Ella ist heute nicht so gut drauf. Sie will auch nichts essen wieder. Ich habe jetzt so ein paar Snacks. Die haben bei meiner Mama auch noch zugeschickt bekommen. Gestern mit den Päckchen. Die liebt sie total. Das ist das Einzige, was sie isst. Ansonsten haben wir echt alles angeboten. Alles, was man bedenken kann. Ein kleines bisschen Banane hat sie gegessen. Aber ansonsten, sie wollte immer alles haben, aber dann isst sie es nicht. Also mal schauen. Willst du noch einen haben, Ella? Ja. Lecker, lecker. Das ist gut. Und draußen ist, schmeckt das alles noch ein bisschen besser. So, der Papa ist nämlich gerade spazieren. Er hat gerade eben schön, ich konnte ein bisschen entspannen. Er hat gerade eben ganz lange was mit Finn gemacht, ne, mit Ella und uns alle bekocht. Also mich nicht, aber die Kinder hat was gemacht. Für die Kinder was gemacht. Jetzt werde ich meinen Kaffee versuchen zu genießen. Auch wenn ich nicht viel schmecke. Aber der Gedanke zählt, oder? Ja. Ich schmecke ein bisschen. Das ist seltsam, ne? Ich schmecke nicht mehr nach, was es schmeckt, sondern ich schmecke bitter und süß so ein bisschen. Aber ich schmecke den Kaffee nicht. Ganz seltsam. Also ich schmecke, ob es salzig ist, ob es süß ist, ob es bitter ist. Aber ich schmecke so. Ja, habe ich am letzten Video schon erzählt, ne? Super! Ich schmecke das Feine nicht heraus, ganz seltsam. Also ich hoffe, dass das bald wieder zurückkommt. Genau. Das sind alle, mein Schatz. Die sind alle jetzt. Alle. Ja, ich würde sagen, macht's fein, habt's fein, bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich am Samstag. Bis dann!